Und da muss ich jetzt erst kommen, dass wir endlich mal aufräumen, oder was? Na hier, das ganze Elektronikgelumpe. Das liegt alles auf dem Müll, oder? Ja, ich muss doch mal ein bisschen Ordnung machen. Ja. Ich bin doch auch Jäger und Sammler. Ich sammle nur nicht alten Scheiß, sondern ich sammle einfach nur Scheiß. Glatte Sache, was haben wir denn hier? Na, kannst du das gleich für deine Requisite brauchen? Was ist da drin? Oh. Hä? Ist das ein echter Schädel? Das kann schon sein. Habe ich mir im Haus gekauft. Keine Ahnung. Oh ja. Oh, warum nicht? Ja, oh, kann guck man mal hier. Kann man haben. Das sind ja noch ganz andere Sachen ja. Drin. Hä? Ja. Ration de Combat. Menü 5. Ich weiß nicht mal welche Nation. Lass uns mal schmecken. GP? Great Britain? Wir haben ein EPA gefunden. Ich glaube es ist Großbritannien. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Wir kosten uns mal durch. Ja, was soll's. Das ist übrigens mein Bruder. Grüße. Das Kids. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Urlaub auf Sendung. Ihr seht es vielleicht schon, ich bin am anderen Ende von Deutschland bei meinem Bruder. Der ist übrigens unrasiert und hat Haare nicht gemacht. Wie sieht denn das aus? Da steht mal rein. Und wir haben ja zufällig im Keller dieses EPA gefunden. Ganz zufällig. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ration de Combat ist ja eigentlich französisch, oder? Sag mal, ja. Menü 5. Ich glaube aber, Property of the MOD, Ministerium of Defense. Du bist der Spezialist. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein britisches, weil die Aufmachung sieht aus wie das britische. Aber das letzte britische, was wir hatten, hatte halt hier so einen Union Jack noch drauf. Der war eindeutig. Mich interessiert nur, ob es schmeckt oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein anderes Menü, da bin ich mir sicher. Und wir gucken einfach mal rein. Und für dich vielleicht interessant, hast du schon mal EPA? Ich habe noch nie ein EPA gegessen. Gar nichts. Also ich bin sehr gespannt. Nicht mal ein deutsches? Nicht ein deutsches, gar keins. Ja. Na, dann ist es hier Premiere. Wobei, ich kann dir so viel sagen. Ich hatte mal vom Christian, Kumpel von uns, wo der noch in der Bundeswehr war, hat er mir mal so ein Typ 2 war das, glaube ich, so eine Pappschachtel. Ja, das muss. So. Aber das ist 100 Jahre her. Ich wollte gerade sagen, das war noch das alte Bundeswehr-EPA wahrscheinlich. Ja. Und es hat nicht geschmeckt. Ja, das weiß so. Ich noch, das habe ich mir gemerkt. Keine Angst, es gibt schlimmere. Spanische habe ich mir gemerkt. Das britische, was wir schon mal hatten, war aber relativ gut. Wir werden mal gucken hier. Kriterium Nummer 1, keine Aufreißlatte. Ja, weil, mit 10. Boah. Geht doch gar nicht so gut auf. Der ausgehungerte Soldat hat schon verloren. Geht auch gar nicht so gut auf hier. Ich hoffe, wir werden jetzt daran erkennen, am Inhalt. Ich bin aber gespannt. Oder? Es ist relativ viel drin. Es ist auf jeden Fall wieder eine 24-Stunden-Ration. Und wir gehen gleich mal hier ans Hauptgericht. Ginger Pudding und Ginger Sauce. Was war denn Ginger? Ginger, das ist doch hier Pfefferkuchen. Ja, eben, das ist sowas mit Gewürzen. Crushed aber. Ginger, das ist irgendein Gewürz. Ja. Ist das jetzt ein Kuchen? Ginger Pudding und Ginger Sauce. Ist hier was Großes? Ja, das ist was Weihnachtliches. Wir gehen einfach mal durch, was drin ist. Wie wär's mit Just Nuts? Just Nuts. So wie hier. So, oh ja. Oh. Eine ganze Tüte Bonbons. Einfach das nur sind Bonbons. Bonbons. Das sieht ja verrückt aus. Es ist auf jeden Fall Cherry Flavor. Ulala. Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Päckchen. Hier steht auch, hier steht UK drauf. Guck. Als Hersteller. Ja, also doch. War ich mir schon sicher und es sieht ganz anders aus. Westay Foods UK Limited. Jetzt sind hier so gelbe Tüten drin. Warum sind hier Bonbons in so einer Tüte? Es ist immer alles Mögliche drin. Ja, ist ja geil irgendwie. Ja. Was haben wir da? Das sind die Getränkepulver. Getränkepulver, Orange. Ja. Hot Chocolate Drink, Regular Flavor.
Der war richtig gut aus dem britischen. Ja, den machen wir uns auch schön. Eba, wir machen aber alles. Ich wundere mich, hier ist voll viel drin, weißt du, so für so einen, ja, 350 Milliliter, dafür ist das ganz schön viel. Das war auch beim letzten Mal beim britischen sehr gut. Isotonic Drink Powder Cherry, Tropical Flavor Drink Powder, bla bla bla. Was mir hier auffällt, guck mal hier unten, das war ursprünglich mal braun, das ist komplett gelb geworden oder schlecht gedruckt. Das ist Tarnfarbe. Ich habe noch gar keinen. Ach hier, Production Date 0319, also alles im grünen Bereich. Das ist ja wie neu. Was ist denn hier? Oh, ein Quetschi. Fruit Explosion. Mixed Fruit Puree. Also ein Püree. Ja. Ja, das sind ja wirklich die Kinderdinger hier. Die das ja, also hier, wer Kinder hat, der kennt sowas. Den geht's gut hier. Bonbons. Ah, hier. Frucht hier steht Quetschi. Auch Yellow Cap, Apple, Mango, Banana. Ja, ja. Nicht oder hier. Hier ist Bonbons, Kakao. Hier Maple Syrup Bun. Oh ja. Also Ahornsirup, Brötchen. Mhm. Thai Style Chicken Soup. Das schmeckt bestimmt gut. Das ist gut. Ein Hauptgericht, also Thai. Thai-Hühnersuppe ist aber relativ dickflüssig, fühlt sich's an. Ja, ist da jetzt wieder so ein Hitzebeutel dabei? Oder wie? Haben die Briten, glaube ich, nicht. Muss das heißt, man da müssen wir Koffer auspacken. Manuell machen. Spicy Sausage and Potato Wedges. Mhm. Richtig was drin hier. So. Biscuits Brown S. Das ja, ist eine sehr, Keks, oder? Sehr krümliche Packung. Ja, das sind so Kekse. Haben wir auch noch nicht gehabt. Das fühlt sich an. Das fühlt sich. Hot Diggity Dog. Hot Original Pepper Sauce. Das ist genau dein Ding, wo das Gesicht verzogen hat. Hot Diggity Dog. Was haben denn die hier drin? Weißt du, aber gerade weil du immer so gern scharf isst. Ja, ja, wenn man das genommen hat, wenn er einem dann die Tränen kann, kommen wir. Oh ja, kannst du. Classic Paloma. La Paloma. Super soft. Kannst du La Paloma feilen? Das hört ja gar nicht mehr auf, Mensch. Nee. Das ist doch für 5 Mann hier. Peanut Butter. Smooth Peanut Butter? Fand ich auch übelst dickes Päckchen, weißt du? Davon isst du doch eine Woche. Hier ist nochmal Cola Flavor Drink Powder. Alter, schon alleine mit der Packung hier kannst du 2 Tage überleben. Also hier das ist. Das hat ja Energie ohne Ende. Echt viel drin. Guck mal, das hat 1018 Kilojoule, die Packung. Ja. Naja, dann sind die auch alle so fett. Ich sag ja immer hier, 24-Stunden-Paket, mal gucken, ob wir es in einer halben schaffen. Genau. So, hier haben wir Creamer, Kaffeeweißer. Drei, viermal. Was ist denn das hier? XL Streichhölzer. Guck mal, die gehen auch bei Sturm an. Und Feuchttücher, Riesenpakete, Sturmstreichhölzer, hatten wir beim letzten Mal schon. Mhm. Tee. Zweimal was Tee. Was für ein Tee? English Breakfast, also Schwarztee sozusagen. Hm? Ja, zweimal Kaffee. Kaffee ist gut. Viermal Zucker. Na, guck hier, Wasserreinigungstabletten, oder? Ja. Water Purification Tablets. Zwei Blister hier. Zwei Blister. Also 12 Stück. Mhm. Dann haben wir Kaubonbons hier. Nicht Kaubonbons. Eine Löffelgabel. Kaugummi. Spork. Spork. Oh, ziemlich stabil, und muss ich sagen. Nochmal Pfefferminz, Kaugummis, aber andere. Willi. Guck mal. So, zusätzlicher Müllbeutel. Und stabil. Jetzt noch eine Anleitung. Und die sagt uns jetzt endlich mal. Da kannst du Comments machen, was es schmeckt. Oder was ist Feedback Prize Draw mit Gewinnspiel, wenn man sein Feedback gibt? Ist das. Das ist jetzt die Frage, ob das dann eine echte Militärration ist, wenn hier so ein Zettel mit drin liegt. Ich frag mich auch gerade. Ich glaub's nämlich fast Beyond nicht. Beyond the Beaten Track. Beyond the Beaten Track Outdoor Provisions that go the extra mile. Also, das klingt ja wie, als wäre das zwar. Ein britisches EPA, aber wie britisches EPA Plus. Ja, also das ist wo kein Standard. Wo irgendwie noch mal mehr drin ist. Ich behaupte mal kein Standard. Sonst wäre doch hier nicht so ein Bewertungsbogen. 24-Hour GP Russian. Ministry of Defense. Doch, tatsächlich. Steht ja hier.
Also hier kann man seine Bewertung abgeben, was einem gefällt und was nicht. Finde ich ganz interessant, sowas gab es noch nie. Aber es sieht offiziell aus. Und irgendwann sind nur noch Bonbons und Schokolade drin. Ich meine, klar, das kann ja auch von so einem Outdoor-Ding sein, dass die kaufen es ja auch mal irgendwo ein. Das Verteidigungsministerium. So, gut. Jetzt? Wir zeigen euch mal kurz einen Überblick, was alles drin ist und dann legen wir los. Hab schon Hunger. Ich nicht, das ist viel zu viel. Tja, erster Eindruck für dich? Für das erste, was du siehst? Sehr reichlich. Ja, also für 24 Stunden ist man, denke ich, ganz gut versorgt. Was mir gleich auffällt, ist, es ist vergleichsweise wenig Kleinzeug drin. Das sind immer große Portionen hier. Also wir haben die drei großen Tüten. Ich bin mir nicht sicher beim Ginger Pudding, ob man den warm macht oder nicht. Wir werden den. Wir schauen rein und dann sehen wir. Achso, einfach reingucken. Ja, wir haben halt viel Getränkezeug. Aber so Snacks ist gar nicht so viel. Ich würde sagen, wir fangen an mit Just Nuts. Just Nuts, da kann man nichts falsch machen. Womit fangen wir an? Just Nuts. Just Nuts. Ich denke, es sind einfach Nüsse. Just Nuts. Nichts für Erdnussallergiker. Wie der Name schon sagt, Just Nuts. Naja, hier Cashew, Mandel, Erdnuss. Ungesalzen? Ungesalzen, naturell. Einfach nur Nüsse. Schmeckt nach Nuss. Just Nuts. Schmeckt. Nur ja, einfach Nuss. Ja, guter Snack. Ich meine, salzig macht halt wieder durstig wie Sau. Ja, Getränke wären genug drin. Aber haben wir einfach nur Nuss, ohne alles. Kann man snacken. Na, machen wir gleich weiter hier. Biscuit. Biscuit. Biscuit Brown. Klingt auch erstmal nach gar nichts. Powderkeks. Vollkorn. Wir holen es mal raus. Das also sind Vollkornkeks. Sehr gesund. Die sehen sehr grünlich aus hier. So sieht's aus. Keks halt. Da ist ja dann das ganze mal Zeug so zum Draufschmieren. Vorsicht, wir müssen was übrig lassen. Was heißt denn das ganze Zeug zum Draufschmieren? Na, Peanut Butter. Es gibt ausschließlich Erdnussbutter. Die machen wir da auch drauf, weil die. Auf jeden Fall ein Vollkornkeks. Schmeckt erstmal so nach nichts. Ja, aber. Ja, schmeckt wie ein Vollkornkeks. Ist jetzt nicht sonderlich geschmackvoll. Also, ich bemängle hier eine sinnvolle Aufreißlasche irgendwo. Alles offen. Das meinte ich. Jetzt haben wir hier der Länge nach die Erdnussbutter offen. Oh. Aber naja. Kann nicht jeder mit um. Wie sieht die aus? Wie Erdnussbutter. Nicht crunchy. Creamy. Creamy. Es schmeckt eher fad, möchte ich meinen. Also sowohl der Keks als auch die Erdnussbutter hat jetzt auch nichts dran wahrscheinlich. Dann lieber nur Dossi. Also es ist schon eine normale Erdnussbutter, aber haut einen jetzt nicht so vom Hocker. Gibt's echt Besseres? Dann lieber Just Nuts. Ja. Hier ist natürlich der Nährwert davon ist natürlich nicht ganz verkehrt. Als Frühstück könnte ich mir noch vorstellen. Weil ja, ist eher so was für zwischendurch. Ich denk, ja, aber guck mal, wie krümelig das ist. Das musst du mit einmal essen, sonst krümelt das ja sonst ja. Finde ich, ja. Ja. Für sowas wäre dann so ein wiederverschließbarer Beutel vielleicht manchmal nicht ganz schlecht. Weißt du, das kann man auch aufs Brot machen. Wenn man will, bestimmt. So als Marmeladenersatz. Das fühlt sich sehr dickflüssig an. Probier's doch mal, komm. Mach einfach. Also Fruit Explosion. Wir haben die gelbe Kappe. Apple, Apfel, Mango, Banane. Kann nur gut sein. Dann sehen auch die Zuschauer gleich mal, wie das aussieht. Ich hatte es mir heller vor. Wie Kinderkacke! Aber wirklich, also Konsistenz, wer Kinder hat, kleine, 1:1 hier. Ich nehme mal hier den Spork. Also so, wenn so ein Kind, sage ich jetzt sehr mal, dünn. Wenn so ein Kind jetzt mal so ein halbes Jahr alt ist,
genauso aus. Schmeckt auch genauso. Nee, kann man schon essen. Schmeckt fruchtig. Ja, aber ist halt eher was zum rein und weg. Ist ein Fruchtquatsch. Läuft halt runter vom Boden. Aber ja, geht auch, wenn man es will. Ja. Ist halt so, dachten wir jetzt so ein bisschen als Marmeladenersatz. Ey, aufpassen. Also, das ist ganz okay. Man könnte jetzt sagen, es schmeckt wie Apfelmus, weil... Ja, es ist im Prinzip Apfelmus. Das ist ja hier, ist wahrscheinlich ist auch, überall Apfel dran, weil... Es ist auch der Hälfte Apfel. Ist bei allen so, doch immer. Na gut, kommt noch was Leckeres hier. Ja. Super Bonbon. Ich jetzt mal... Aber hey, warum ist denn keine Zahnbürste dabei? Übelst viel Süßkram und keine Zahnbürste. Also wir haben hier, warte mal, mal zählen, 1, 2, 3, 15 Bonbons. Für die ganze Kompanie. Ja, da kann man eine Runde springen lassen. Mhm. Ich dachte jetzt eher, die sind weich, aber die scheinen hart zu sein. Nee, die sind hart. Hab ich gleich gefühlt. Ist halt ein klebriges Bonbon. Zucker pur. Ich denke mal, ist jetzt im Feld gar nicht so schlecht. Was ich jetzt schon wieder scheiße finde, dass man hier das Papier mitfrisst. Ja. Weil du die Plastik nicht abkriegst. Hier, guckt euch das an. Naja, mit gutem Willen. Und was macht man dann eigentlich mit dem Müll? Man hat ja hier und den Müllbeutel. Ja, ja. Da kann man es dann praktisch gesammelt in die Portale schmeißen. Genau. Oder verfeuern. Ja, die kann man essen. Künstliche Kirsche, aber gar nicht so krass. Jetzt, wo ich es im Mund habe, muss ich sagen, ist gar nicht mal so lecker. Gar nicht mal so lecker. Das trifft es ganz gut. Also Pluspunkte dafür, dass es halt mal eine Menge ist, mit der man was anfangen kann und nicht zwei Stück oder so. Weil man hat ganz oft, wenn sowas im EPA ist, irgendwie mal zwei drin oder so. Das ist ja hier, das kann man wenigstens über den Tag ein bisschen verteilen. Jetzt nuschelt er halt den Rest der Sendung, weil er einen Bonbon im Mund hat. So, und dann haben wir hier noch Ginger-Dings. Maple Syrup Bun. Ach so. Das ist, vermute, wie so ein kleiner Kuchen. Fühlt sich so an. Shelf Stable. Also lang haltbar. Hier haben wir auch jetzt ein Aufreißding und dann haben wir hier so eine. Riecht ganz interessant. Sehr witzig. Hier so eine Beefy Karatza. Oh hier. Mit Gewürztüte. Do not eat. Ja. Also. Fuck, das ist der. Guckt euch an hier. Ist das nicht appetiterregend? Du, das muss aber nicht schlecht sein. Das fühlt sich so ein bisschen an wie ein plattgesessener Tafelschwamm. Mach mal halbe. Kannst du auch durchbrechen wahrscheinlich. Wir sind doch eher fest. Ja, Beefy Karatza. eher fester Teig hier mit einer Füllung innen. Ich fress jetzt mal. Hat den Vorteil, es wird immer mehr im Mund beim Kauen. Ein Wort: Hochgenuss. Ist es nicht. Zum Scheißen langt's, ja. Also, das schmeckt ja wie Postapokalypse, oder? Vor Kriegskrapfen. Kann man schon essen. Noch frisch TM. Vor Kriegskrapfen. Das ist also vor Kriegskrapfen. Noch frisch Trademark. Das ist wirklich so ein Ding, wo du dir schon vorstellen kannst, das hält 100 Jahre in der Schachtel. Ja. Da passt ja also, nichts. Es schmeckt jetzt nicht scheiße. Aber ich kann gar nicht sagen, wonach es schmeckt. Weißt du? Alt. Nee, aber weißt du, wenn es jetzt nicht draufstehen würde, was stand drauf? Hier, Maple irgendwas. Maple Syrup Bun. Also ich würde jetzt ja auch keinen Ahornsirup rausschmecken. Ich könnte nicht sagen, wonach das schmeckt. Das ist einfach nur eine Art Gebäck. Wie so ein Rosinenbrötchen. Ja, eher Rosinen. Milchbrötchen mit so ein bisschen Rosine. Es ist weder das eine noch das andere dran. Der Teig ist ähnlich Milchbrötchen. Ja, aber es hat so einen komischen Nachgeschmack, weißt du? Es schmeckt nicht eklig,
aber es wäre jetzt nichts, wo ich mich übelst drauf freuen würde, wenn das hier drin ist. Ja, weißt du? Oh, geil! Maple Syrup Bun, schmeckt wieder aber wie, du, wie Postapokalypse. Darf ich mal das Chili aufmachen? Vielleicht schmeckt das geil mit Chili. Komm, wir machen mal das Chili auf. Das klingt wie was Engländer machen würden. Ja. Wir müssen doch hier ein bisschen den Geschmack übertünchen. Dass euch das hier nicht entgeht. Das ist schon geil, ja. Hot Diggity Dog. Hot Original Pepper Sauce. Oh, ist auch gar nicht zum Dosieren. Lass mal riechen. Es läuft direkt raus dann. Ach, riecht schon würzig. Oh ja, das hätte man vielleicht schütteln müssen. Warte, ich riecht jetzt mal nicht super scharf? Ich schüttel mal. Das musst du schütteln, sonst wird das zu. Riecht eher ein bisschen wie Worcestersoße. Sieht aber so aus. Braun. Aber Worcestersoße, sowas kennt ihr doch nicht. Gib's ruhig mal in die Kamera. Ja, ja. Jetzt. Also eine braune Soße, ich würde sie, glaube ich, mal. Vielleicht jetzt nicht da drauf, aber. Ist keine Worcestersoße. Das ist sehr scharf, finde ich. Echt? Das ist scharf wie Sau. Du Scheiße! Ja. Wie war das, der Einspieler mit der Milchtüte? Naja. Ja, zündet. Also hot diggity dog. Weißt du was? Das kommt nicht von ungefähr. Das ist, ich hatte nur so einen kleinen Tropfen und mein ganzer Mund brennt wie Hölle. Ich habe die halbe Flasche, aber mir ist gerade was gekommen, Leute. Ich glaube, das ist... Was ist dir gekommen? Nee, pass auf. Nee, Idee. Ich glaube, das ist für das Thai-Zeug. Das Hauptgericht ist doch so eine Thai-Soße. Und die ist ja normal scharf. Und da musst du so einen Spritzer davon reinmachen. Wir hatten beim letzten Briten-Epa, war auch Sambal Oleg oder sowas drin. Also da war auch so ein Würzchen, aber nicht so eine scharfe Soße. Die ist ja brutalst. So, wir haben mal hier ein Glas Wasser vorbereitet. Guinness. Passt ja passt, auch zum Thema. Ja, ist aus Irland, aber passt. Wir müssen alles probieren. Fangen wir mit Cherry an. Cherry hat man doch gerade. Auf 400 Milliliter, was ist hier? Es ist halt ein Pint. Was hat ein Pint? Ein bisschen mehr als einen halben Liter, glaube ich. Also die Hälfte hier ungefähr. Ja, da kippt rein das Ding. Cherry Pulver ist rosa. Sieht sehr gesund aus. Da ist immer die Frage, ob es sich gut auflöst oder nicht. Sieht ja, eigentlich ganz okay eigentlich aus. Finger weg vom Alkohol, ja. Ich finde es nicht so gut. Das riecht schon komisch. Schmeckt sehr chemisch. Ach, dann lieber nur Wasser trinken. Also schmeckt sehr chemisch. Gut, wir hatten isotonisch ist es aber, oder? Ja, ist eher mit Vitaminen, ist halt mit Vitaminen angereichert. Ja, das ist halt gleich Nahrungsergänzungsmittel. Vitamin E, Vitamin C und so weiter, Vitamin B6, B12, alles drin. Gesünder geht's gar nicht, ist halt, als den ganzen Tag ist halt gesund fressen. Und drum schmeckt's auch nicht. Ginger Pudding with Ginger Sauce. Also wir gucken erstmal rein, der hat eine sinnvolle Aufreißlasche. Ich drück's einfach raus. Was ist das denn? Sieht gar köstlich aus. Ich glaub, dachte, das muss der man kommt doch hier in irgendeiner Soße, aber hier kommen noch ein paar Flocken. Also, es sieht auch wieder aus wie Kinderschiss, ja? Tja, britische Küche. Guckt's euch an. Wir zeigen's erstmal. Bildet euch eure Meinung. Ja. Es sieht halt einfach nicht lecker aus. Oh Gott, ey. Ja. Also ja, wenn man vielleicht ganz viel Hunger hat, aber. Boah, ey. Eklig. Oh, dann lieber der Dauerkick. Wie hast du gesagt hier? Vorkriegskrapfen, ja. Es ist nicht süß, es ist auch nicht herzhaft, so, ja. Es ist ganz komisch dazwischen und. Nee. Tatsächlich geht es geschmacklich ein bisschen Richtung Pfefferkuchen, so ein bisschen ja, das ist Zimtaroma. Ja, Zimt ist das, ja. Aber bei Zimt halt, heißt Cinnamon. Aber ist das jetzt Pudding oder ist das ein Gebäck? Ich bin mir nicht so sicher. Muss ja Pudding sein, aber es ist irgendwie nicht geil. Ja.
muss man mit aufgewachsen sein, dass man es mag. Hm. Glaube ich. Also das Ganze ist sehr britisch hier. Also das geht, das sagt mir bisher fast am meisten zu. Also das ist echt? Was, ich könnte es reinlöffeln. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Ich trinke dafür nochmal einen Schluck Vitamine. Das schmeckt in erster Linie süß. Das Einzige ist die Konsistenz, die ist nicht so ansprechend. Ich finde aber es sieht weder lecker aus, noch ist sich's lecker. Geschmacklich ist es okay. Mhm. Haben wir schon Schlimmeres gehabt. Ja. Übrigens, cooles T-Shirt. Ja. Gibt's das im Fanshop? Aus der guten alten Zeit. Gibt's leider nicht mehr im Fanshop. Aber es gibt ganz andere tolle Sachen im Fanshop. Ihr könnt ja mal wieder reinschauen. Hier, Link und so. Weiter geht's mit was Gutem. Also ich hoffe, dass es gut ist. Kakao. Heiße Schokolade. Hier eine Tüte von 0,5 Liter. Haben wir hier ungefähr heißes Wasser. Schon mal was vorbereitet. Schütten wir mal rein. Kann man eigentlich nichts falsch machen mit Kakao. Och, der kann auch echt schlecht sein. Aber ich glaube, das letzte Mal war er ganz gut. Kannst du mal hier rühren? Also wir haben ein, was echt nach Kakao aussieht, zumindest. Ist aber noch viel zu heiß. Voll heiß. Viel zu heiß. Lass mal lieber stehen. Während das abkühlt, Cola-Geschmack. Naja, mal gucken. Das ist nicht isotonisch. Bin ich echt gespannt. Also Cola hat man noch nie. Riecht auch wie Cola. Riecht so wie Cola-Gummibärchen. Phosphorsäure, damit kannst du noch Bomben basteln. Ich bin mal komplett rein. Das wäre von 0,5 Liter gewesen. Ups. Komische schwarze Stücke schwimmen drin. Von der, das sind die Stücke der Cola-Nuss. Ja, sieht aus wie echtes Guinness. Fast ist noch ein bisschen dunkler. Wie ist das Logo, der Spruch von der Cola? The real taste oder so ähnlich. Hm. Ich habe immer noch Schluck auf von dem scheiß scharfen Gelumpe. Trink mal einen Schluck Cola, dann wird's besser. Es schmeckt wie Cola-Gummibärchen. Ja, und ich wollte es gerade sagen, Geruch 1:1. Ja, ja. 1:1 Gummibärchen. Es schmeckt auch genau so. Nicht so wirklich nach Cola, aber irgendwie was in die Richtung. Ist jetzt auch nicht zu süß, erstaunlicherweise. Nee, aber obwohl es so hoch konzentriert ist. Aber es ist auch nicht lecker. Es ist nicht lecker. Also es geht, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Cola hat man noch nie drin. Da spürt man förmlich, wie es am Zahn zieht. Also es ist halt, es ist dieses, steht auch drauf, Zitronensäure ist drin und super viel Zucker. Also ja. Es schmeckt aber gar nicht so süß, finde ich. Aber ich denke mal, du, wenn du jetzt im Sommer marschierst und schwitzt wie ein Ochse, dann ist das mega geil. Aber wenn du so eine 0,5 Liter Feldflasche hast, oder wie viel reinpasst, und kippst einfach das Ding reinschüttelst. Das ist, glaube ich, gut, und, ja. Kommt schon gut. Da auch kommt was bisschen Erfrischendes rein, wegen dem Zitronenaroma. Selbst das Kirschding, einfach nur mit rein, ist besser als irgendwelches Brackwasser. So, während der Kakao weiter abkühlt, haben wir jetzt noch Orange. Meine Prognose ist, also hier isotonischer Orangentrink wird schmecken wie Knüppel auf dem Kopf. Ja, wird sehr räudig. Das ist weißes Pulver. Sieht schon aus wie Orange. Ja, köstliche Orange. Ich lieb's, wenn Orange nicht orange ist, sondern gelb. Gar köstlich. Ich find's geschmacklich gar nicht so schlecht. Der ich würde ist es aber tatsächlich eher als Zitrone deklarieren. Sowohl optisch als auch geschmacklich. Das hat so ein bisschen was von Badreinigungsmittel. Ja, einfach nur Zitrus. Mhm. Gar nicht genau, ja. Einfach Zitrusfrucht. WC-ende Zitrus. Das ist auch eher speziell. Aber ja, genau so. Nach Orange schmeckt es aber nicht. Nee, ist mehr so WC-Zitrus. So, komm jetzt, trink mal Kakao. Jetzt geht's. Na, riecht auf jeden Fall gut. Ja, ich sag ja, da kann man nicht viel falsch machen. Der schmeckt auch gut. Der ist gut. Der Kakao, der enttäuscht nicht. Das Aster hier.
Oh ja, das ist prima. Der schmeckt wie mit Milch gemacht, obwohl es mit Wasser gemacht ist. Und das ist echt gut. Das heißt, da ist auch wie so ein bisschen Milchpulver mit dran. Den kann man echt trinken. Das ist schön, das ist so ein Seelenwärmer. Ja. Also ist auch, hier ist auch Milch mit dran und sowas. Der geht gut rein. Das ist wirklich. Das trinke ich jetzt aus. Auch ein halber Liter ist auch eine gute Menge. Nicht bloß so ein kleines Tütchen. Der kommt gut. So, es reißt nicht ab hier, die Strähnen. Wir haben echt viele Getränke drin. Wir haben jetzt hier noch Tropical. Wir kriegen gleich einen Zuckerschock. Wir haben wieder hier so ein unbekanntes weißes Pulver aus den Tropen. Wie hast du gesagt, wir schaffen die Tagesration in einer halben Stunde. Hexenkessel. Oh, das ist aber orange. Das hat, ich glaube, die haben die Tüten vertauscht. Ich würde es eher gelb nennen. Oh ja, stimmt. Das sieht zumindest optisch ein bisschen anders aus. Ja, löst sich auch. Riecht tropisch. Tropisch, ja. Das riecht gar nicht so schlecht im Vergleich zu WC Ende Citrus. Ist tatsächlich mein Favorit von den ganzen Fruchtdingern. Der Geruch finde ich gut. Tropical ist auch nicht so auf den Geschmack festgelegt. Ja, das würde ich jetzt auch trinken. Das geht. Das ist das Vernünftigste bisher. Es schmeckt jetzt auch nicht mega gut, aber es schmeckt nicht irgendwie komisch oder eklig. Das schmeckt wie so ein Tetra-Pack. Ja, stimmt. Ja, aber was auch so künstlich. Ja, aber ist okay. Schön. Herzlich willkommen. Hauptgericht Nummer 1. Wir haben es hier im heißen Wasserbad warm gemacht. So würde man es dann ja in der Praxis auch machen, über den Koffer oder sowas. Vielleicht kann man das noch anmerken, wir haben keine Möglichkeit dabei, außer diese Sturmstreichhölzer. Also wir haben keinen chemischen Heizer oder Kocher oder sowas. Ich weiß nicht, ob du das ein oder andere Video gesehen hast, ist ganz oft irgendwas dabei. Auch so Faltkocher. Diese Einwegblechdinger. Auch wir haben auch im Italienischen zum Beispiel einen richtigen gehabt. Ach so, schön. Und den du immer wieder nehmen kannst. Das ist interessant, weil es eigentlich voll... Hast du dann irgendwann 50 Stück? Ja, dann schmeißt du halt weg, wenn du weißt, dass das nächste Tag wieder einer drin ist. Hm. So, Aufreißlaschen funktionieren nicht so gut irgendwie. Guck mal hier, sieht gar nicht schlecht aus. Oh, ja, das ist ja mal was Vernünftiges hier. Boah. Das ist ja eine richtige Mahlzeit. Ja, moi. Da wird man ja satt. So, guckt euch mal an hier. Also das kann sich auf jeden Fall optisch sehen lassen. Ich bin mal gespannt. Wir haben hier, was haben wir hier drin? Wir haben Bohnen, Wurst, Kartoffelecken. Das ist Paprika, sieht so ein bisschen Paprika aus. Was stand jetzt drauf? Ist das scharf? Potato Wedges and Sausage. Wie so warm ist, ja. Hm? Na gut, der Esstemperatur. Sehr weich. Ich finde es aber nicht schlecht. Alles sehr weich, geschmacklich nicht. Würzig. Nicht so aufdrängen. Ja, nicht aufdrängen. Würzig, aber nicht zu würzig. Also gut, ich find's gut. Du findest gut? Ich bin mir da nicht so sicher. Wobei ich wieder sagen muss, es hat so einen komischen Nachgeschmack wieder. Wisst ihr? Also wenn man es erst in den Mund nimmt und so kaut, dann sieht man, ja, schmeckt. Und dann schluckst es. Und dann bleibt so dieser, ich weiß nicht, was es ist, aber komisch, ja. So leicht bitter immer. Ja. Alles so ganz leicht bitter. Komisch. Ich denke, das ist halt Konservierungsstoff oder irgend so eine Scheiße. Da drin sein, ja. Mm. Und die Wurst ist auch super weich. Also da, die hat keine Konsistenz. Mm. Naja, wird nicht mein Lieblingsessen. Also, aber es geht. Mm. Haben wir schon deutlich Schlimmeres gehabt. Mm. Aber ich sehe es trotzdem eher im Mittelfeld bloß rangieren. Das ist nicht. Ja. Was jetzt hier einen Kick bringt, ist dann Spritzer scharfe Soße. Nee, danke, lass mal. Dann schmeckt alles gleich. Ohne mich. Na dann, das nächste Mal, oder? Ja, also ist nicht schlecht, ja. Aber auch nicht gut. Mittelfeld. Mediocre. Nächstes. Hier, direkt aus den britischen Kolonien, Thai Chicken Soup. Mhm. Mm. Mildly spiced. Best before Juli 21. Halt mal bitte. Ja, dann, wie neu. Fast frisch. Und wie ich sage, ich glaube, dafür ist die scharfe Soße. Das ist sehr flüssig. Oh, ist das ist halt auch wirklich super. Köstlich. Wo ist das Chicken?
Draußen im Garten. Ja. Riecht wie beim Thailänder. Also nur. Ah, ja, das ist das Kokos, da ist ja Kokos mit dran. Nur Suppe hat man auch noch nicht. Also so. Doch, hat man schon mal im italienischen Ehepaar, war eine Suppe, die war absolut grottig. Optisch sieht es ja echt nach gar nichts aus. Der Geschmack wird es zeigen. Oh. Es riecht auch Thai. Riecht nach Thai. Hier, guck mal, hier ist Huhn. Hier ist ja doch Chicken. Guckt, aber die kannst du abzählen, an. Die Stücken. So, ich bin auch über den Teller. Schmeckt mir jetzt besser. Es als geht, das ja. Mm. Ich würde den Spritzer scharfe Soße noch einmachen. Dann. Aber. Du kannst es gerne übernehmen. Das muss ich. Doch, das schmeckt mir. Ich verstehe, was das Ziel ist, aber es trifft nicht meinen Geschmack. So. Hm. Eine leichte Schärfe hat es schon, finde ich. Ich stehe so auf asiatisches Essen, dann passt mir das. Bei mir wäre es komplett durchgefallen, muss ich leider sagen. Wobei, muss nicht unbedingt noch scharfe Soße dran, also es ist gut gewürzt, ja. Ich fände auch, es ist von Haus aus gut gewürzt, aber es ist halt schon was Spezielles. Mir schmeckt das jetzt also wesentlich besser als das andere. Ja, dann hier aufessen. Mhm. Hier noch. Noch ein Schluck Tropico dazu hier, fürs echte Asien-Feeling. Internationale Asien-Feeling. Nö, also das hier wäre jetzt mein Mittagessen, wenn ich es mir aussuchen könnte. Echt? Mhm. Ich glaube, ich hätte den Pudding genommen. Boah. Mit dem Schluck WC-Ente. So, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir brauchen noch Tee und Kaffee. Ich nehme den Kaffee. Ich mache meinen Tee. Ganz standardmäßiger Teebeutel, wie es ihn überall zu kaufen gibt. Ganz normaler grüner Kaffee. Schwarztee. English Breakfast. Und wir machen Zucker dran. White Sugar. Ich mache Kaffeeweißer dran und Zucker. Beides gehört. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Heißes Wasser. Über dem Aspid-Kocher gemacht. Was gehört noch dazu? Wir haben zwei verschiedene Sorten. Du nimmst die, ich nehme die hier. Kaugummi. Call Fresh Smile. Und hier mit, also dass die Zähne sauber bleiben. Ich mache kein Quatsch-Video. Pfeffer, Minz, Kaugummi. Nichts Besonderes. Das Interessante ist, hier steht es nicht auf Englisch drauf. Chewing Gum Senza Zucchero. Irgendwo zusammengekauft. Mhm. Ich finde es interessant, dass zwei unterschiedliche Sorten drin sind, weil ist auch bloß Pfefferminz, oder? Bio Gusto per un Alito Piu. War da jetzt einer drin oder zwei? Zwei, ist noch einer, wenn du noch einen willst. Okay. Feuchttuch können wir uns nochmal angucken. Ist auch hier alkoholfreies, antibakterielles Feuchttuch. Wirkt sehr groß auf den ersten Blick. Kann sich richtig waschen. Guck mal hier. Ganzkörperwäsche. Richtiger Lappen. Riecht weniger nach Zitrus als das Getränk. Ich hätte es irgendwie. Riecht eigentlich nicht mal irgendwie gut. Wir können ja immer hier die Getränke. Kann man ja noch kurz abkühlen lassen. Und schon mal zu einem Fazit kommen. Also, sag du mal! Ja, ich wollte gerade einsteigen, da ich ja jetzt kein Ehepaar-Kenner bin und ich schaue auch nur Willi seine Videos. Und da bin ich jetzt unbefleckt. Ich würde sagen, das reicht locker, um mehr als einen Tag zu überleben von der Menge, wenn man sich ein bisschen einteilt. Ja, überleben, aber nicht leben. Ja, leben ist das nicht, so wie es schmeckt. Wobei ich die Thai-Suppe, schmeckt mir tatsächlich gut. Na gut, so eine scheiß Suppe hat er halt keinen dieser komische Ginger-Pudding, ekelhaft, ja. Aber ehe man stirbt, wird man es schon essen. Die Kekse waren okay, ja. Kekse kann man essen, mit Erdnussbutter kann man essen. Just Nuts kann man sowieso essen. Das passt, außer man hat Erdnussallergie, dann steht man da richtig schlecht da. Aber dann ist man wahrscheinlich auch ausgemustert. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Ja, scharfe Soße muss man wollen, aber es gibt Leute, die brauchen das. Desinfiziert natürlich auch das Essen. Je nachdem, wie lange es schon abgelaufen ist, macht mal ein bisschen mehr scharfe Soße rein.
Die ganzen Getränke, ja, bis auf das, was wie WC-Ente riecht. Okay. Die Packung Bonbons, ja. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, gerade wenn du dich jetzt körperlich anstrengst, dann gegen das Unterzuckern, ja. Top Sache, ja. Alles in allem, ja, ich würde es schon mitnehmen, ja. Aber ich habe jetzt auch keine Wahl. Ich hätte jetzt nur das, also würde ich es also essen. Mengenmäßig finde ich es ganz okay. Menge, so 24-Stunden-Ding. Viel, ich würde sagen viel, ja. Finde aber, im Vergleich zu anderen EPAs hat man hier wenig Zusatzzeug drin. Aber auch mehr als in anderen. Also wir hatten auch schon welche, da war fast gar kein Zusatzzeug. Hat man schon so ein bisschen, aber wir hatten auch schon welche, ja. Wie jetzt hier Schweden-EPA ist der neue Maßstab. Da war halt super viel drin. Kann man noch die Familie mit einladen. Ja, geschmacklich war es so, naja, ich jetzt ohne um einen heißen Brei zu reden, sehe ich das im unteren Mittelfeld tatsächlich. Hm. Wir hatten schon mal einen Briten-EPA, vielleicht habt ihr das gesehen, das war deutlich besser, das war mindestens oberes Mittelfeld, das hier war unteres Mittelfeld. Ich fand, ja, hier Bonbons fand ich ganz nett, dass halt ein paar mehr drin waren. Scharfe Soße können wir von mir aus weglassen. Sonst waren halt jetzt keine Sachen drin, die für mich jetzt positiv rausgestochen haben. Es war alles ertragbar. Was ich noch sagen möchte, die Streichhölzer, die verstehe ich nicht so ganz. Das sind Sturmstreichhölzer. Ja, aber warum sind die da dabei? Na, damit du ein Feuer anmachen kannst. Ja, aber weißt du... Ich meine, ach so, Feuer. Du weißt ja, ich mache mir jetzt Birkenrinde und schneide mir Feuer, da was zusammen. Ja. Ah ja, okay. So, ich vermute mal... dass die Briten werden auch irgendwas haben. Ja. Einen regulären Kocher in irgendeiner Form. Und kriegen das halt nicht jetzt hier in jedem EPA extra. Was ja auch theoretisch die viel vernünftigere Variante ist, als jetzt immer so einen Wegwerfding mit reinzupacken. Oder halt so einen richtigen wie die Italiener. Ja. Ich vermisse ja auch keine Zahnbürste, weil sowas hat man vielleicht einfach dabei. Da brauchst du auch nicht jeden Tag eine neue. Wenn man vorplant. Weißt du, das ist ja Quatsch. Ja. Zahnbürste, kannst einen Monat nehmen. Jetzt mal so vom freiwilligen Aspekt gesehen, würde ich es mir selber einpacken auf Tour. Wenn ich es im Lager liegen habe und es muss mal mit weg, würde ich sagen, ja komm, heute mal als Experiment, nehmen wir das Ding mal mit. Mhm. Aber ich würde es mir jetzt nicht extra kaufen. Nee, kaufen wir auf keinen Fall. Also ich denke, es hat viel damit zu tun, weil ich es mir erwischt habe, weil wie gesagt, das war jetzt Menü 5. Ration de Combat, das hatte nochmal einen besonderen Namen. Das war die GP-Ration Menü 5. Würde ich nicht weiterempfehlen. Sag ja, so. Ja, genau, da kann man ja dann die traurigen Smileys ankreuzen. Wir können jetzt mal hier durchkreuzen. Außer beim Kakao, da war man guten. Der Kakao ist das einzige, das hat man genauso in dem anderen britischen auch. Den haben sie beibehalten. Pluspunkt dafür, aber für den Rest nicht. Beim Maple Syrup Bun bin ich wirklich hin und her gerissen. Der ist irgendwie interessant, fand ich jetzt. Ja, als Laie. Weißt Kaffee du? Ist auch nichts. Zeig her. Also es ist noch sehr heiß, ist durchschnittlich. Ist jetzt nicht super schlecht, aber ich schmecke in erster Linie Kaffee weißer. Vom Kaffee selber merkt man nicht viel. Der ist super dünn. Ja, super dünner und ich habe schon nicht viel Wasser genommen. Ja, stimmt, du hast nicht viel genommen. Musst halt beide reinkippen. Naja, aber ist das immer Sinn der Sache, wenn du alles reinkippen musst, damit es nach irgendwas schmeckt? Also kein guter Kaffee. Ja. Nee, das eben. Ist wie, ja, er ist halt viel zu dünn. Jetzt interessiert mich, kriegen es aber die Briten wenigstens hin, einen gescheiten Tee zu machen. Also ich habe es jetzt auch nicht ewig ziehen lassen. Ihr seht, Teebeutel ist schon raus, weil wer es kennt, Schwarztee wird sonst mega bitter. Den kann man im Prinzip auch dreimal aufgießen. Ein Schwarzteebeutel, okay. Sagt man hier, der erste Aufguss ist für einen Feind, der zweite für einen Freund und den dritten trinkt man selber. Sag mal, noch richtig was gelernt hier. Oder bei Grüntee ist gleich. Okay. Ist halt noch mega heiß. Los jetzt. Es schmeckt halt wie scheiß Schwarztee, oder? Es ist Schwarztee, ja. Da kann man nichts falsch machen, in meiner Meinung nach. Den kaufen die ja auch nur irgendwo. Ja, aber der schmeckt ganz okay. Der schmeckt jetzt... Der schmeckt eigentlich ganz gut. Ja, Schwarztee. War Zucker dran? Ich habe Zucker dran. Ja, eine Stange Zucker. Ja.
Ja, das macht es eh ein bisschen lecker. Nee, aber ich meine, Tee, die haben eine Teekultur in Großbritannien. Also die meutern ja, wenn die keinen gescheiten Tee kriegen. So, und welche Kultur habt ihr hier in eurem schwäbischen Hochland, wo du jetzt zugezogen bist? Einheimisches Getränk. Na dann, auf euch. Auf euch, Prost. Ah. An der Stelle sei nochmal gesagt, hier war nix. Satz mit nix. An euch aber natürlich trotzdem vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.